Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play DMC Devil May Cry. Die letzte Folge, die letzten beiden Folgen, die letzte Mission war ziemlich asozial. Ich betone nochmal, die Kombination von Ninja und Footballspieler ist absolut nicht nice und überhaupt nicht meins. Also jetzt hat man schon Taktiken für die einzelnen Gegner gefunden. Nun muss man sich jetzt immer überlegen, welchen greife ich zuerst an. Greife ich zuerst den schweren an, der langsam ist, mir aber viel Schaden zufügt, oder greife ich erst den schnellen an, der mich schnell angreift, mir schnell Schaden zufügt, aber dafür weniger. Das ist sehr, sehr kompliziert und noch dazu muss man sich die ganzen Tastenkombinationen merken. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich als Bonus-Content irgendwie zeigen, wie man das Ganze mit den Tasten macht. Das ist echt übel. Das ist schlimmer als jeder Mathe-Test hier. Das ist, wow. Sollte man mal wirklich so Mathe-Lehrer zeigen. Hier, schaut, was ich mir alles merken kann. In dem Sinne fordert dieses Spiel auch, wie sagt man? Natürlich, Reflexion auf alle Fälle. Reflexe, nicht Reflexion. Hier wird nichts reflektiert. Außer vielleicht das Gefehle meinerseits in dem Video, das wird reflektiert, definitiv. Das, was ihr seht, ist eine Reflexion dessen, was ich gerade live aufnehme, oder so ähnlich. Reflexe und Gedächtnis, definitiv. So, schauen wir einfach mal Mission 18 hier. Sie sollten ja eigentlich mal bald bei Moonis hier sein, ne? Aber gut, wir haben ja noch zwei Missionen Zeit, also 18, 19, okay, drei Missionen. Ich habe nichts gesagt. Hoffentlich gibt es hier keinen Boss-Marathon. Du hast es geschafft. Sind gar kein schlechtes Team. Ich bin stärker. Ich bin schlauer. Ich sehe besser aus. Nice. Es ist hinter der Tresortür. Lassen wir nicht warten. Ist es schon soweit? Und ich habe den größeren Schwanz. Wieso musste sowas kommen? Threat! Das sieht mir alles nach Boss-Marathon hier aus. Jede Plattform steht, oder? Warte mal, Virgil ist noch. Die wissen, dass wir kommen. Genau wie Cat gedacht hat. Also, was sollten wir doch gleich tun? Wir starten die Notfallgeneratoren im Nimbus, um das System zu überlasten. Dann stehle ich die Quantenverschlüsselungsalgorithmen. Das ist es. Aber, kannst du den ersten Teil wiederholen? Gut. Du musst die Generatoren anwerfen? Vier Stück, richtig? Ja, genau. Eine in jedem Tunnel. Okay. Ich wollte zwar jetzt irgendwas anderes sagen, aber ich zähle auf. Und ich verwette meine Oma drauf, dass ich recht habe. Tut mir leid, Oma. Der Jäger aus Mission 1... Bob Barbas, ebenfalls ein Boss. Der Succubus, ein Boss. Und das Riesenbaby Lilith. Wir haben jetzt gegen vier Boss-Endgegner gekämpft. Und wir haben hier vier Plattformen. Oh, Ninja Theory, ich find's ja super, dass ihr euch so sehr ans Original haltet, aber müsst ihr jetzt den verfickten Boss-Marathon aus dem vierten, aus dem dritten Teil bringen? Okay, der vierte Teil hatte sowas auch. Der hatte sowas definitiv auch. Ach, verdammte Scheiße. Ja, also Virgil ist immer noch im, immer noch nicht im Limbus. Das ist ja sehr interessant. Oh, oh, ich hasse es. Ich hasse es. Ich hab schon wieder vergessen, was er will. Links oder rechts? Ich laufe einfach mal nach rechts. Wird schon irgendwie stimmen. Das wird alles drauf hinauslaufen. Und ich kann nicht nicht gerade behaupten, dass ich mich freue. Also ich sehe bei Bob Barbas, beim Jäger... Also ich sehe eigentlich nur bei Lilith das Problem. Beim Succubus auch nicht. Eher so bei dem Riesenbaby. Das könnte sein, dass das wieder... Oh, das wird eine lange Mission. Was haben wir denn hier? Oh. Ja, genau. Und da werde ich mich jetzt raufstellen und dann wurden defeated. Oh, what the shit. Okay.
Das kommt ja noch dazu hier, oder was? Ach ja, stimmt ja. Das Ding macht mir auch noch Schaden hier, oder was? Zack, 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 zang, 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 dam, dam, bam, 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 irgendwie kann das sein, dass der da hinten schon wieder buggt. Aber der wird mich sicherlich trollen, der stellt sich doch nur tot. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich muss von vorne angreifen. Das Problem ist, ich darf. Werden der greifen? Ja! Ey, das. Ich weiß nicht, ob die das mit Absicht machen oder ob das ein Riesen-Fail ist. Ein Riesen-Fail-Bug, aber. Das ist auf jeden Fall nett hier. Der ist definitiv tot. Ha! Hülle! Ha! Hi! Hinje! Ha! Hu! Hinje! Ha! Hi! Hinje! Ha! Hu! Ich weiß, das ist langweilig, aber ich gehe auf Nummer sicher. Schaut euch das an. Mit jedem Schlag wird die Sichel heller und ich glaube, die macht dann somit mehr Schaden. Das würde dann erklären, wieso Osiris per se am Anfang ziemlich schwach ist. So, und dann mache ich jetzt ein Abschlusskombo, weil ich, achso, klar, wenn ich zu weit nach oben gehe, dann könnte es natürlich sein, dass ich wieder bugge. Ja, der ist definitiv futsch. Guck mal, da fällt er schon von selber runter. Yay, yeah, ich glaube, das war ein richtiger Finisher. Also, der ist jetzt nicht so explodiert an sich. Also schon, aber ich meine, wisst ihr, was ich meine? Ich schätze mal, wenn... Also, man kann ihn töten, man kann ihn aber auch nicht töten, sondern nur zum Explodieren bringen. Und dann kriegt man wahrscheinlich weniger Punkte. Oh, ich habe sowas von keinen Bock auf den Boss-Marathon ohne Scheiß. Okay, ein Generator läuft. Gut, ich starte diesen Server neu. Jetzt verbinde die Stromleitungen mit dem jeweiligen Server. Okay, wie mache ich das? So irgendwie, das ist ja irgendwie verbunden, da komme ich ja her. Jetzt starte die Blabla mit dem jeweiligen Server. Nicht irgendwie. Keine Ahnung, Bro. Ach, vielleicht hier irgendwie was Krasses. Wiederhole das für alle vier, dann sind wir bereit. Okay. Mini-Rätsel oder was? Ach nee, warte, ich hab das jetzt so. Passt das schon oder was? Okay. Es scheint so, als dürfte ich meine Aussage zurücknehmen. Das sieht echt nur so aus, als müsste ich hier die Kacke aktivieren. Ja, dann bin ich ja zufrieden. Dann habe ich absolut nichts gesagt. Weil ich finde es nicht so toll irgendwie. Keine Ahnung. Weißt du, sollen sie doch anstatt nochmal alle vier Boss-Endgegner zu bringen, sollen sie doch einfach noch einen Boss einbauen, zusätzlichen. Von mir aus ein schwereren, aber das ist halt. Ich habe so das Gefühl, dass ich nicht wieder hochkomme, wenn ich das hier mache. Aber das sollte ja nicht der Fall sein, ne? Ich gucke mich um, finde nichts und hoffe, dass das reicht. Ja, okay. Da drüben gibt es eine Krüppeltür. Mal gucken, ob ich den passenden Krüppelschlüssel habe. Bam. Und du hast nicht genug Silberkrüppelschlüssel. Alles klar. Da wäre jetzt der normale Weg gewesen, oder? Ich bin verwirrt. Wo muss ich hin? Da unten, oder? Ja. Okay. Das heißt, ich laufe jetzt hier lang. Dann aktiviere ich das, dann kommen Gegner, dann laufe ich zurück, das mache ich dann nochmal zweimal und dann sollen wir das Ganze ja geklärt haben. Clear Valentine for the world! Moment, was habe ich gerade gesagt? Ich habe Valentine. Oh Gott. Die Leute werden mich hassen.
Sie heißt natürlich Redfield, nicht Valentine. Oh Gott, das würde ja überhaupt, das würde ja heißen, sie ist mit Jill verwandt. Oh Scheiße. gab's da nicht noch einen Valentine? Ja genau, es gab noch Vincent Valentine. Das war nochmal eine ganz andere Geschichte hier. Aber die waren ja auch irgendwie verwandt, die hatten auch was. So. Ich hab da hier Ninja, ne? Den wollte ich jetzt eigentlich gar nicht penetrieren, verpiss dich mal. Komm, nein. Ach egal. Was machst du denn hier? Verteidigst du deinen Kumpel hier oder was? Komm mal her. Nein. Ha. Geht der mir auf den Sack? Es ist auf jeden Fall nicht mehr dasselbe, ne? Ich glaube der Rote. Der Rote war immer der immer wieder kam, aber das sind hier so, keine Ahnung, Brüder und Schwester hier oder was. So, jetzt macht er den. Ja, okay. Zack. Okay, das war zu zeitig. Geht doch, Mensch, geht doch. Jetzt darf ich wieder zurücklaufen, ha? Naja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so toll finden soll. Die Ortschaft ist auf jeden Fall wieder gelungen. Kann man sich nicht beklagen. Moonis hat echt ein abwechslungsreiches Gebäude. So viel steht fest. Aber so vom Gameplay her, naja, das ist halt die Ruhe vor dem Sturm, sage ich jetzt mal, ne? Vor allem, das ist wieder so dieser Kontrast. Da war die Mission davor viel schwerer. Irgendwo muss man ja auch, finde ich, Schwierigkeitsgrad steigern auf alle Fälle, aber dann meiner Meinung nach sollten, naja, gut. Vertiefen wir das jetzt nicht. Es ist. Sind online, Virgil. Gut, ich starte neu. Es ist natürlich. Die Leitung verbinden? Kannst du machen. Oder du wirfst die anderen Generatoren an. Das überlasse ich dir. Ja, gut. Hey, er klingt so nett. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie sich später streiten. Meine Fresse. Ja, wie gesagt, das ist halt. Keine Ahnung. Bin schon froh, dass es jetzt ein bisschen ruhiger ist, aber andererseits, ich weiß auch nicht. Gespaltene Meinung auf alle Fälle. Was ist denn jetzt hier Phase? Müsste ich doch eigentlich jetzt mit dem verbinden, oder nicht? Hä? Das ist ja richtig. Also, check ich gerade nicht. Ich werde dann einfach mal. Vielleicht muss ich erstmal hier was machen. Das wäre dann so. Na gut, ich kümmere mich erstmal um die anderen, dann kann ich ja immer noch rätseln. Rätsel. Das wäre auf jeden Fall mal eine Aufgabe, die könnte man in einem Video schaffen. Wow. Jump and run. Gott der. Oh ja. Herzlichen Glückwunsch, Ravon. Sie haben es geschafft, in eine 0,2 mm breite Ritze zu fallen. Wie fühlen Sie sich nach diesem Erfolgserlebnis? Ja, also man braucht natürlich viel Skill dafür, um das zu schaffen. Und ich denke mal, ich habe damit einen Meilenstein gesetzt. Okay, so wie dazu. Morgen, what the shit. Okay, da hat mich die Katze getrollt. Morgen berichten wir dann von Ravons noch größerem Fail. Ich denke mal, da wird ein noch größerer Fail passieren. So, bam. Bam, bam. Das ist ja wieder die Bitch hier. So. Moment, ich wollte doch gar nicht, dass du das abkriegst, sondern du da. Hä? Habe ich einen Knick in der Optik, Dante, oder wieso schießt du immer die falschen Gegner ab? Meine Fresse. Da, bitte. So. Dann kann ich mich nämlich um den kümmern, oder auch nicht. Komm her. Und das war so klar. Aber hey, siehst doch, ist das nicht eh nur Nephilim? Nein, das ist ein Engelsgegner, wollte ich sagen. Ne, an sich nicht. Also das ist halt sehr effektiv, ne? Bam. Ja, jetzt kannst du ruhig runterfallen, kein Problem. Bam. Auf Wiedersehen. Ah ne, du kannst dich ja porten. Stimmt, da war ja was. Zack. War hier nicht eben noch ein anderer Gegner hier irgendwie nicht so? Okay.
Komm ich da ran? So rein zufällig? Ja. Hey, er kann ja auch noch minimal klettern. Super, kannst ja Drake gleich mal Konkurrenz machen, ne? Kann ich da... Ja, das war... Wow, ich lebe ja noch. Ich dachte, ich falle jetzt runter. Gut, hätten wir das geklärt. Das war jetzt der dritte, das heißt, einer fehlt noch. Hier wieder die sensationellen Jump-Run-Skills, die man hier braucht. Ohne Witz, anscheinend brauche ich sie. Haha. Trolltastisch. Das war noch einer. Gibt's Probleme? Ja. Definitiv. Komm und helf mir bitte. Müsste sich jetzt hier nicht irgendwas tun? Vom Sinn her? Der erste hat sich doch auch irgendwie aktiviert. Verstehe ich nicht. Ja gut. Er hat ja gesagt, du kannst ja eventuell alle Server aktivieren, vielleicht. Ich verwende sie später. Ja, siehst du? Vielleicht war das auch ein Übersetzungsfehler, so nach dem Motto, ich muss erstmal alle aktivieren. Er sagt, er startet den Server. Was macht der nebenbei? Er spielt bestimmt Tetris oder so, der Sack. Oder schreibt Hater-Kommentare unter meine Videos. Das könnte natürlich auch sein. Moment, wo muss ich hin? Da ist eine Puppe. Ich würde dann hier hinspringen und dann so hinspringen, aber da komme ich ja nicht mehr hoch. Ha, gut. Whatever, I don't care. I just want to make my way through here and then I'm happy. Or something like that. Mach die Scheiße an und was kommt jetzt? Bin gespannt. Welchen Gegner hatten wir bis jetzt noch nicht? Ich glaube, den Fettsack hatten wir. Den Fettsack hatten, oder? Hatten wir den Fettsack schon? Oh, natürlich. Yeah. Striptease Doggies aus der Hölle und dem Himmel, die zweite hier, oder was? Ja, genau. Der rote ist... Guckt euch... Also manchmal sind die Gegner echt verpackt. Ich meine, guckt euch mal den roten Penner an. Oh, 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 okay, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich entdeckt. Schlauer Kerlchen hier, ne? Du bist ein ganz schlauer. So, jetzt bist du wieder dran. Zack. Zack, zack, zack. Wow. Wow, nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Oh, was ist denn jetzt mit dem roten passiert? Ist der jetzt echt suizidmäßig... Verreckt. Okay, man kann nicht sagen, dass er ist tot. What the shit? Also, meiner Meinung nach, danke, ich wollte nicht reden, dachte, das wäre zu laut, wegen der Attacke. Also, da besteht meiner Meinung nach, was die Gegner betreffen, definitiv Verbesserungsbedarf. Es kann natürlich auch sein, dass massenweise Updates raus sind. Ich spiele ja immer offline. Macht ja Sinn, ansonsten würde ich wahrscheinlich oben zugespammt werden. Und okay, das wäre gelogen. So viele Leute habe ich nicht auf der Liste. Weil die Liste ist immer noch für meine Freunde. Und also da hätte ich jetzt... Nö, also... Mein Gott. Ihr wisst, was ich meine. So viel Verehrer habe ich dann doch noch nicht auf der PS3. So viel Fans... Und deswegen kann es ja sein, dass da durchaus Updates gekommen sind. Und ja, also wie gesagt, es gibt halt Momente, da sind die Gegner extrem bullshittig, also so extrem hart. Und dann, ihr habt ja gesehen, also ich habe ja Beweise, ich brauche das gar nicht, ich brauche mich gar nicht recht zu fertigen. Das ist, passt schon. Fertig. Großartig. Dann wollen wir mal. Okay, hör zu. Wir müssen die vier Leitungen mit den jeweiligen Servern verbinden, damit alles klappt. Alle vier verbinden. Hab's verstanden. Kann ja nicht so schwer sein. Wie man das macht. Was? Den Computerkram. Hacken? Das habe ich mir selbst beigebracht, als ich ein Kind war. Schätze, es hat mir ein Gefühl der Kontrolle vermittelt. Kontrolle? Die hatten wir wohl alle nicht, was? Nein. Ich habe mich immer gefühlt, als ob etwas fehlt. Etwas von mir versteckt wäre. Ich auch. Es ist dieses stechende Gefühl im Innern. Ich schätze, ich habe diese aufgestaute Energie fürs Hacken verwendet.
Ja, so hat jeder seine Hobbys. Der Untertitelmacher hat anscheinend sein Hobby verloren, denn er hat dies nicht übersetzt. Was? Hab Dämonen getötet und rumgevögelt. Aber der Computerkram klingt auch in Ordnung. Hier stehen sich quasi der heutige Mensch, der heutige Generationsmensch, der heutige Pimp gegen den Super-Nerd hier. Virgil ist der Nerd und wir sind hier voll der... Ey, Alter, ich mach dich besser, Typ. Okay, krass, ja. So hat jeder seine Hobbys, ne? Irgendwie, ich find's... Moment. Ich verstehe, was das Problem an der Situation jetzt hier ist. Glaube ich zumindest. Das muss ja so sein. Virgil, ich weiß auch nicht. Ich find's, wie gesagt, mittlerweile finde ich es wieder schade. Am Anfang fand ich es doof, dass sie sich nicht betteln, aber mittlerweile bin echt gespannt, was dann letztendlich das Fass zum Überlaufen bringt. Ich meine, klar, das mit Cat war dumm, aber muss ich jetzt nachdenken oder was? Ich habe auch keinen Bock nachzudenken. Das jeweilige Muster zum jeweiligen Dings. Alles klar, kann ja nicht so schwer sein. Wo ist denn das Wellenmuster? Das Wellenmuster muss darüber. Das heißt... Ja, okay. Lässt sich einrichten. Das ist jetzt kein Resident Evil. Wasserrätsel, glücklicherweise. Das heißt, ich mach das... Das zu dem... Das zu dem, das passt. Dann brauche ich einmal Mond. Und... Alles klar, das heißt... Das tauche ich jetzt kurz mit dem aus. Zack. Noch einer. Genau. Siehst du, und dann muss ich. Moment. Wie mache ich denn das jetzt? Shit. Okay, das habe ich nicht bedacht. Ich glaube, ich muss das Teil jetzt einmal rumdrehen, ne? Habe ich so das Gefühl. Dann sollte es ja eigentlich passen. Vom Logischen her. Zack. 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 Dann drehe ich das hier wieder so rum. Dann passt das wieder, genau. Der Stern, der muss ja nach da. So. Und dann den hier. Aber dann passt das ja wieder nicht. Oh. Sieht echt nach einem harten Rätsel aus. Leute, ich würde mal sagen, wir klären das in der nächsten Folge von Let's Play DMC Devil May Cry. Bis zum nächsten Mal. See ya.